Jo Freunde, was geht? Hier ist Relit und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Unity. Ja Freunde, wir befinden uns hier mal wieder auf den Dächern von Paris. Okay, jetzt ein unteres Dach. Auf jeden Fall wollte ich sagen, danke nochmal, auch wenn es jetzt so ein paar Klicks nur sind. Ich hoffe, es wird mehr. Will jetzt nicht so abgehauen klingen, aber danke nochmal. Auf jeden Fall möchte ich jetzt weitermachen. Schaue ich mir die Lage hier so an. Ein paar Nebenquests vielleicht mal anschauen oder ein paar Thronen. Und ja, dann würde ich direkt mal sagen, starten wir mal los und machen wir uns mal auf den Weg jetzt dahin. Mal wieder leider runter. Und gehen mal direkt zur ersten Truhe, weil ich will mal wieder ein paar Thronen haben. Wer sind die Revolutionäre? Ich lass mich nicht von euch rumschubsen. Direkt mal eiskalt weggesammelt. Aber leider kann ich ihn nicht plündern. Schade. So. Egal. Die haben mich blöd angeguckt, deswegen müssen die auch drauf zu fressen bekommen. Tu as envie de rencontrer l'exécuteur, scélérat! Leute, wisst ihr, warum ich gerade lache? Genau wegen dieser Szene hier. Weil ich gerade gesagt habe, ich brauche die Fresse. Genau wegen dieser hier. Mal schauen, was danach so kommt. Schwierig oder hoch? Nee. Noch ein Feind. Doch, braucht die Fresse. Ja, warte, man guckt hier so blöd. Das ist mein Feind halt, ne? War hier nicht dieser Markt? Nee. Kleiner. Wieder mal wieder voll bewacht mit den ganzen Söldnern. Ganze Menge, ne? So, hier haben wir dann noch eine Truhe, da gehen wir jetzt auch. Das ist der Aufstand vom Feind. Da dran. Toten. Ja, wow. Verbündete. War da gerade einer am Pissen? Was ist das denn? Ach so, der guckt durchs Fenster. So, als wenn er an die Wand gepisst hätte. Das hat eben gerade so ein bisschen geheult. Oder geleuchtet, besser gesagt. Die süßen Hund. Leider weiß ich nicht, was für eine Rasse ist. Hast du das schon Bulldog aber nicht? Warum so eilig? Weil du kaum zu fest bekommen musst. Du bist. Ja.
Der hatte auch eine Axt, der Semmel. So, was haben wir hier? 150 Franken. So. Schaue noch jede Menge Aufgaben zu erledigen. Aber ich würde sagen, wir holen uns noch Editrus ein bisschen zu weit weg. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Mission. Gerade eben gucken. Oh, encore une mort imméritée. Mammut hier gerade gewesen. Oh, eine Truhe. Wie geil. Hab ich ja gar nicht gesehen in der Karte. Das ist ja mal was Schönes. Was übersehen. Und da was übersehen. Zwei. Hallo, wo ist denn die Treppe? Wow.
comprends bien. Tu dis tout. Warum gab's auch nichts los? Ah, Mann! Läuft er sich hier in diesem blöden Garten? Schon mal wieder auf die scheiß Kiste. Wieder mal eine Menge aufgesammelt. Rares für Rares. Eben habe ich noch eine Folge. Da ist auch die Frage. Frage, komm. Temps anciens. Bien que c'est un peu frère. Pas que ça fait. Allons, il y a un temps passe par là. J'espère qu'il ne va pas voir. Jetzt geht er noch wieder nach oben, Mann. Wieder auf zur nächsten Mission. Und zwar der Silberschmied. Wir Halle 691. Nun, wenn das nicht verdächtig ist, was dann? Germain, Findin. Ohne Berser klingen, ohne nichts. Jede Menge Wachen wieder auf dem Dach, hätte ich mit. Besatze. Komm her, ich zerquetsche. Hey, fürchtest du dich? Das ist aus meinem Lager.
Scheiß Glas. Ist da irgendjemand? Komm her! Revolutionärer Bastard! Einen Moment mal. Jetzt sind wir glücklich. Oh, das ist eine Leiche. Wachsam bleiben. Wirklich selbst. Scheiße! War direkt vor uns. Ich bin offen. Oh Gott! Wenn wir hier hochkommen. Konzentration. Das kann nicht sein. Ich war direkt hinter dir. Berserkling oder so ranzukommen. Oder niedrige. Ich weiß gar nicht, ob ich welche dabei habe. Sonst da rein. Monsieur Germain, der Silberschmied? Danke Gott. Ich bin seit Monaten hier. Bitte, befreit mich doch. Zuerst sagt mir, was ihr über das hier wisst. Keine Zeit. Ich erzähle euch alles, wenn wir fort sind. Doch jetzt müssen wir los. Bevor sie zurückkehren. Gut, dann los. Nein. Sie bewachen den Eingang. Wir müssen die Treppe runter und rüber. Dann folgt mir und bleibt ruhig.
Hier entlang. Natürlich. Moment. Folgt mir. Wie erwünscht. Bleibt hier. Hier entlang. Oui. Bleibt hier. Weiter. Nachdem wir aber die geplündert haben. Das ist auch eine Menge. Wie wichtig seid ihr denen als Gefangener? Es gibt kein Entkommen! Schnell!
Bitte! Hilfe! Jarmak! Kleine Planänderung! Verdammt! Begeht jetzt nur keine Dummheiten. Lass den Silberschmied gehen. Bleib zurück. Gütiger Gott. Hat der Silberschmied die Eier bekommen? Nur das, was ihr musstet. Kommt, wir müssen gehen. Ja, natürlich. Toll. Jetzt ist aber hier Geld für. Content de vous voir ici. Danke, mein Freund. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Vielleicht könnt ihr euch ja revanchieren. Ja, natürlich. Darf ich? Die erste machte ich vor einigen Jahren. Ein Privatauftrag eines gewissen Lafreniere. Es war eine ungewöhnliche Kommission. Und ich gestehe, die Neugier trieb mich, sie anzunehmen. Vor kurzem erfuhr ich mehr über Lafreniers Hintergrund. Und was ich herausfand, ist unglaublich. Er ist ein Templer. Habt ihr das erfahren? Ja, ich glaube schon. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich war sehr leichtsinnig und Lafreniere kam mir auf die Schliche. Seit jenem Tag stehe ich unter Hausarrest. Ich spiele, was er verlangt. Waffen meistens. Wo kann ich ihn finden? Nun, Lafreniere ist vermutlich nur sehr schwer aufzutreiben. Vor kurzer Zeit, da hörte ich etwas über den Schutz der Waren in der Aloplay. Es klang bedrohlich, wie er das sagte. Wenn ich fragen darf, warum interessiert er euch? Eine mir wichtige Person starb durch ihn. Ich will wissen, wieso. Verstehe. Ihr habt mein Mitgefühl. Sie werden wieder nach euch suchen. Macht euch lieber rar. Ja, das werde ich wohl. Der Silberschmied ist einfach noch abgeschlossen. Ja, Freunde, zum Glück. Ohne. Das ist gestorben. Guck gerade mal beim Händler nach, ob wir was erweitern können. Kann ich meinen Gesundheitsboost erhöhen? Also wir haben 7000 Francs. Könnte auf jeden Fall ein anderer Anzug reinkommen. Das ist nicht schlecht. Aber 5000 Franc? Hab ich ihn jetzt gekauft? Ne, ist ein bisschen viel. Okay, 1000 ist auch viel, aber. Egal, kann man später machen. Waffen sind jetzt wichtiger. Jetzt für 230 Frauen zu kaufen. Schleichen hilft ein kleines bisschen, aber mehr auch nicht. Ganz unten sind wohl die besten, ne? Da haben wir Gesundheit, die sehr gut hilft, aber die 125.000 Frauen. Das heißt also noch, wir müssen eine ganze Menge von Geld aufscheppen. Und wir können uns leider hier nur mit ein paar Keksen hier vergnügen. Was ist das denn hier? Ein Karnevalsmütze oder was? Ja. Das kann eigentlich bleiben. Brust. Ja.
hatten noch die gehabt, ne? Kopf, Brust. Feuer, ne? 1000. 5000. Ja, ich kann die. Ich lasse die mal besser. Unterarme. Hatten wir die. Ich besser mit Handschuhen, ne? Da kann immer die. Das war es erstmal. Aktiver Boost. Klingen waren sehr wichtig. Hallo, Klingen. Leider zu weit gegangen. Trich habe ich. Tonklinge. Auf jeden Fall. Erstmal wieder eine ganze Menge weg, ne? Berserklingen gibt's noch zwei. Aber egal. Da stand eben eine kleine Info drauf bei Dietrich. Erwärmen Sie die Schlosserknacker-Lehrling-Fähigkeit. Medizin ist voll, Munition ist voll, Geldbeutel ist voll. Ja, sowieso Geldbeutel ist ja immer voll, ne? Giftgas, den brauch ich nicht. Ja, das brauch ich nicht. So, Freunde. Das war's an dieser Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, folgt mir auf Instagram wie immer, ne? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.